Was geht ab, Marvel-Fans? Herzlich willkommen zu unserem ersten Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Mit mir am Start ist natürlich der größte Antikapato. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Wir sind hier im Hotel New York Art of Marvel im Disneyland Paris. Und wir zeigen euch einfach mal, was hier so abgeht. Bei der Ankunft haben wir natürlich hier auch noch einen Daily Bugle bekommen mit sehr interessanten Informationen. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht durchgelesen, sogar auf Deutsch. Und ja, hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, was man so hier alles im Park erleben kann. Und ja, ich würde mal sagen, das hier, das müssen wir noch machen, oder? Das müssen wir machen. Beziehungsweise du als Torspieler. Ich werde diesen Hammer sowas von würdig tragen. Jeden Morgen, wenn ich hier rausgehe, kann ich einfach Black Panthers Hintern sehen. Noch besser kann man hier natürlich nicht wach werden. Einfach eine Avengers-Seife. Geil. So, hier befinden wir uns jetzt wirklich im Hotel. Sieht einfach mega geil aus, muss ich sagen. Hier haben wir unsere Superhelden am Start. Also das Allergeilste sind natürlich diese drei Iron Man Ausrüstung, wo der Kollege auch gestern Abend noch mal kurz reingeschlüpft ist. In welchem warst du drin noch mal? In den mittleren natürlich. Geil. Ich muss sagen, dieses Rumfliegen einfach nur gut. Und dann haben wir natürlich auch dort vorne Caps Schilde. Also falls da die nächsten Tage einer fehlen sollte, wir waren es auf jeden Fall nicht. Auch die Rezeption sehr interessant gemacht. Die sprechen übrigens auch Deutsch, weil sonst wären wir beide hier richtig verloren gewesen. Die sprechen sogar besser Deutsch als wir. Also ich hätte nicht gedacht, dass du hier deinen Hammer abgegeben hättest. Hier ist mein Baby. Verkaufst du das oder? Ich habe ja jetzt meinen Sturmbrecher. Aber dein Sturmbrecher ist doch hier vorne, oder nicht? Oh, ja. Ja, okay, aber den verkaufst du für ein bisschen mehr Geld, ne? Ja. Das Licht ist nicht kaputt. Es gehört zum Setting, glaube ich. Boah. So, hier haben wir die Comic-Wand. Das sind die allerersten Comics der jeweiligen Figuren, glaube ich, sogar tatsächlich. Ein paar davon hatte ich auch zu Hause gehabt. Einfach nur geil. Ich gehe mal weiter nach hinten, damit man das so im Ganzen sieht. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher im Park wieder. Bis gleich. Ich muss echt sagen, das Erste, was wir aus unserem Fenster sehen, ist sein knackiger Hintern. Und jetzt vom Nahen, muss ich nochmal bestätigen, der ist gut. Und da sind wir auch schon im Avengers Campus. Ich hoffe, man hört uns. Ist nämlich sehr laut. Also ich bin schon eine Runde hier durchgelaufen und muss sagen, es sieht richtig geil aus. Also hier ist die Spider-Man Attraktion. Da muss ich gleich auf jeden Fall noch drauf. Sind aber, glaube ich, 90 Minuten warten. Aber die gönne ich mir auf jeden Fall. Ich bin ja auch deshalb hier. Hier haben wir ein Restaurant. Pym Labs, hier gibt es wohl übergroßes Essen. Die haben, glaube ich, aktuell noch zu. Ich weiß auch nicht, ob wir da überhaupt reingehen. Die Preise sind hier schon happig, muss ich sagen. Es gibt zwei Restaurants. Ich schaue mal, ob wir nachher vielleicht hier reingehen oder im anderen. Das hier ist der Eingang zur Spider-Man-Attraktion. Hier gibt es auch sehr viele Shows. Hier laufen sehr viele Superhelden rum. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und dort vorne seht ihr, ich habe dort oben geparkt heute. Ich hoffe, ich darf da stehen bleiben.
Ansonsten, ich denke mal, irgendjemand sagt schon Bescheid, dass ich umparken muss. Ja, hat sich halt angeboten da oben. So, hier ist die Achterbahn Flight Force. An sich, wir sind sehr früh gerade hier. Noch ist nicht viel los. Wir konnten direkt durch im Anstellbereich. Aber nachher soll es hier wirklich, sollen sehr viele Helden hier unterwegs sein. Ich muss mir auch was kaufen nachher hier, ein Mission Equipment. Ich weiß nicht genau, was sie haben, aber da gehe ich nachher auf jeden Fall auch mal rein. Ich würde auch gerne im Trainingscenter den ein oder anderen Avenger besuchen, aber ich kann einfach kein Französisch und kein Englisch. Ich glaube, die reden auch mit einem. Ich kann noch nicht mal richtig Deutsch. Dann soll ich da auch reingehen. Ich glaube, das war's dann auch aus dem Themenbereich. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich freue mich auf jeden Fall auch einmal hier gewesen zu sein. Auch so nah nach der Veröffentlichung bzw. Eröffnung. Mega. So, ich chill jetzt ein bisschen und ich zeige euch so ein bisschen noch hier vom Park. Dann würde ich sagen, bis gleich. Verliebt. Kommen wir nun zum Fazit. Der Urlaub war einfach mega. Der Avengers Campus bekommt von mir eine 1+. Alle 15 Minuten ungefähr ist dort etwas passiert. Mal ist Thor aufgetaucht, dann kam Loki dazu, mal sind die Avengers aufgetaucht, Spider-Man war zu sehen. Immer war etwas los und das war mega gut. Man hätte einen ganzen Tag nur in diesem Themenbereich verbringen können. Ich hab's mega genossen. Zu den Attraktionen, die Spider-Man-Attraktion war mega gut. Also man kann dort tatsächlich einfach, mit einer Handbewegung Netze verschießen. Man kann tatsächlich sogar ein Netz verschießen, diesen festhalten und die Sachen zu sich ziehen. Also es erkennt eigentlich alles. Ich frag mich tatsächlich, wie das möglich ist, aber die Attraktion macht es eben möglich und es hat mega viel Spaß gemacht. Dann natürlich auch die neue Achterbahn. Das einzige Manko dort ist, dass die Schultern danach so ein bisschen wehtun durch das Rütteln. Aber ansonsten war die Achterbahn einfach nur geil. Auch schon im Anstellbereich hatte man etwas zu sehen. Ein Animatronic von Iron Man, der sich wirklich so, wie als würde sich ein Mensch darin befinden. Es hat sich einfach mega gut bewegt und ja, es hat einfach viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder hierher zurückkehren und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit im Avengers Campus verbringen. Ich hoffe, man konnte uns einigermaßen gut hören und die Kamera war nicht allzu wackelig. Das ist, wie gesagt, der allererste Vlog, den wir auch tatsächlich mit dem Handy aufgenommen haben. Wenn ihr noch mehr Vlogs sehen wollt oder allgemein keine Info zum Thema Marvel verpassen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin,
Tschaußen.